Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, über was ich noch reden sollte. Aber nun fangen wir an. Vor ungefähr 3 Jahren, als ich mit meinem Opa in der Wintersaison Skifahren war und es so um die Mittagszeit war und wir alle schon Hunger hatten, gingen wir also in die Hütte und dort saß ein Bekannter von meinem Opa. Der fragte mich, ob ich Interesse an einer kleinen Modellseilbahn hätte. Ich sagte ja. Und er sagte, er müsste aber noch alles abbauen und er gebe sie mir ungefähr in drei Monaten meinem Opa. Nach 3 Monaten war der Geburtstag von meinem Opa, der 60. um genau zu sein. Auf diesem Tag spielte ich mit meinem Cousin im Garten meines Opas und meiner Oma Verstecken. Ich versteckte mich in der Gartenhütte meines Opas, weil ich mir sicher wäre, er würde mich hier nicht finden. Aber ich sah, dass dort eine Kiste mit einer Modellbergstation und Talstation stand. Ich nahm die Kiste also mit raus in den Garten und machte sie auf. Dort draußen entdeckte ich dann die Bergstation, Talstation, Sessel, Gondel und das Seil und wollte sie natürlich sofort aufbauen. Aber mein Opa sagte, nein, bau sie lieber erst am nächsten Tag zu Hause auf, weil hier zu viele Kinder sind und die gar Kleinteile verschlucken könnten. Am nächsten Morgen dann wollte ich alles schön aufbauen und herrichten, aber ich bin draufgekommen, dass die Bergstation, also in meinem Fall die Antriebsstation, nicht ging, weil die Kabel durchgeschnitten waren und sie defekt war. Also brachte ich die Station zu meinem Opa und sagte, er solle sie richten, bitte. Als sie dann wieder ging, baute ich aus Lego Stützen, nachdem ich diese Holzstützen hier noch nicht hatte. Aber das Problem bei den Lego Stützen war, dass nicht hielten, wenn eine Gondel oder ein Sessel drüber fuhr. Also baute mein Opa diese Holzstützen, die ihr hier seht. Und das war die Geschichte von meiner Seilbahn. Falls ihr noch mehr Geschichten haben wollt, beziehungsweise die Geschichte von dieser Seilbahn hier links, die ihr da seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt dem Video noch einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!